ist Lernplattform, die finde ich in der Bayern Cloud und da will ich jetzt für meine 11a so eine neue Lernplattform angeben. Ich klicke dann auf neuen Kurs und hier, ich mache einen Lernkurs für meine 11a. Interessantes Teacher, da könnte ich schon Inhalte, die es von anderen Lehrern gibt, einfügen. Das ist ganz witzig, aber jetzt erstmal einen neuen Kurs. Beim Namen ist dieses Schuljahr extrem wichtig, sonst wird es nach ein paar Jahren unübersichtlich. Da muss ich wissen, was ich irgendwann löschen kann und natürlich Klasse, Fach und schauen, ob es auch wirklich in unserem Gymnasium ist, im richtigen Ort. Ich bleibe jetzt mal beim Themenformat. Witzig ist das Kachelformat, dann hat man dann so schöne Felder. Einfach mal ausprobieren und weiter am Schluss dann speichern, anzeigen, dann ist der Kurs schon da. Damit er funktioniert, brauche ich TeilnehmerInnen und da klicke ich also drauf. Da gibt es zwei Möglichkeiten, Einzelnutzer oder Klasse. Bei Einzelnutzer ist es so, da kann ich jetzt hier nach Leuten suchen. Ich könnte zum Beispiel einen Kollegen jetzt hier die Lehrerrolle geben und dann kann der Kollege da mitmachen. Aber ich gehe jetzt wieder auf Klasse einschreiben. Das ist nämlich das übliche Klasse einschreiben. Suche mir meine 11a, die soll da rein. Und wenn die da steht, Methode hinzufügen, fertig. Ja, dann habe ich einen Kurs und habe TeilnehmerInnen und fertig. Und ich zeige jetzt hier unter Abschnitt, was man tut. Da soll jetzt, weil jetzt ist ja noch leer. Also hier soll was rein und dazu muss ich da bearbeiten, einschalten. Also wenn hier bearbeiten, einschalten ist, kann ich eine Aktivität oder Material irgendwo hinzufügen, auf das Plus klicken. Und da gibt es viele schöne Lego-Steine und ich zeige nur als Beispiel das Aufgaben. Lego-Steinchen, aber einfach da mal rumprobieren. Aufgabe heißt, die Schüler müssen was machen, abgeben. Und wenn ich da draufklicke, dann kann ich den Namen eingeben und die schreiben, was sie abgeben sollen. Ich finde hier auf alle Einstellungen klicken ganz witzig, ja, weil dann kann ich Start- und Fälligkeitsdatum eingeben. Und dann ist klar, wann muss es abgegeben werden. Ja? Wann ist die letzte Abgabemöglichkeit und dann gibt es keinen Streit und dann ist fertig. So, das war es eigentlich schon. Wenn man bei den Aktivitäten auf alles klickt, sieht man, wie viele es sind. Also H5P muss nicht jeder gemacht haben, aber jeder sollte wissen, was es ist. Und ich mag auch die Abstimmung, weil man da eine verbindliche Abstimmung hinkriegt, wirklich jede Person genau einmal ja, nein. Und ja, viel Spaß bei Mibis.